Outcast, A New Beginning. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play mit Captain Riljok. Heute Outcast, A New Beginning und jetzt kein Demo, kein Geplänkel, direkt am Tag der Veröffentlichung, am 15. März, gehen wir ins Spiel rein. Ich freue mich drauf, endlich mal was anderes und ich lasse mich mal überraschen, wie das so wird. Ich bin total gespannt, wie ein Flitzebogen. Alles klar, zack, drücke. Das kennen wir schon, die Datenschutzrichtlinien. Und dann machen wir ein neues Spiel. Wir machen mal normal. Okay. Was? Wo bin ich? Ich kann nichts spüren. Wo ist mein... Hey! Lass mich gehen! Okay, das fängt ja gut an. Beim Aufwärtsgleiten nimmt deine Geschwindigkeit rapide ab. Wenn du zu langsam wirst, fällst du herunter. Ah ja. Wir müssen mal schauen, wie das so nachher ist mit der Steuerung im Flug und so. Ein bisschen Tipps. Okay. Für einen Sturz. Das hätte mir alle Knochen brechen müssen. Und doch bin ich unversehrt. Okay. Denk nach, Slade, denk nach. Wie lautet die Mission, Soldat? Okay, keine Panik. Aussetzer im Hirn sind bei Dimensionssprüngen keine Seltenheit. Okay, irgendwie freue ich mich. Das hat doch was. Der Ort kommt mir nicht bekannt vor, verdammt. Vielleicht wird die frische Luft meine Synapsen ankurbeln. Kann ich irgendwie was mitnehmen? Verlasse den Tempel. Ist ja. Ich kann mich an ein Wort wie Synapsen erinnern, aber nicht daran, warum ich hier bin. Ein Neuanfang. Also die Grafik gefällt mir jetzt schon mal. Irgendwie ist das cool. Das ist cool. Mann, das nenne ich mal Tapetenwechsel. Wunderschön. Was zum... Da kriegt aber jemand was ab. Da muss ich hin. Du kennst den Weg? Ich bin direkt hinter dir, Kleiner. Mit dieser Alien-Technologie ist nicht zu spaßen. Hoffentlich hat dieses Schiff meine Einheit nicht erwischt.
Meine Einheit? Was ist da los? Also ich weiß von der Story jetzt gar nichts. Also ich lasse mich da jetzt frisch drauf ein. Oh. Springen, okay. Oh. Also ohne Jetpack ist es natürlich... Mann, mir platzt der Schädel. Folge der Kreatur. L3 ist Rennen. Okay, denk logisch. Die WFA würde einen Feldagenten nicht einfach mit leeren Händen losschicken. Scheinen nicht schwer verletzt zu sein. Hoffentlich können sie... Nee, Lapta! Wow, ist schön langsam. Ich komme in Frieden, glaube ich. Du sprichst Agakama? Ich beherrsche 14 Sprachen, aber davon habe ich noch nie gehört. Schon gut, ich spreche Agakama, klar. Zieh dein Hemd aus. Bitte was? Zeig mir das Sokrüm-Amulett. Du musst mich mit jemandem verwechseln. Ich komme aus einer anderen Dimension. Wie sage ich das am besten? Du bist ein Mensch. Ja, gut. Du hast mir was voraus. Ich weiß nämlich nicht, welche Spezies du bist. Der Ulukai sollte die Talana kennen. Also, wer bist du? Ich heiße Slate. Commander Kata Slate. Zurück, Fingermonster! Oder bei den Jots, ich mache eine Trophäe aus deiner krummen Hand. Okay, kein Händeschütteln. Das war nur nett gemeint. Pass auf, das Wort, was du gesagt hast, weckt Erinnerung. Fingermonster. Nein, das andere Ulukai. Ich habe das Gefühl, dass wir uns begegnen sollten. Laut der Prophezeiung bringt ein menschlicher Retter das Sokrüm-Amulett zurück. Darüber scheinst du nichts zu wissen. Naja, mein Gedächtnis ist kurz abgeschweift. Wo ist das Schiff, das ich gesehen habe? Die Invasoren haben die Talana versklavt und bedrohen das Land meiner Vorfahren. Ohne die Führung des Ulukai ist Adelpha verloren. Wir sind also auf Adelpha, was? Eindrucksvoll. Da klingelt auf jeden Fall was. Ich bin Leas, Anführerin der Dolothai-Wächterinnen. Die Invasoren haben gerade eine von uns entführt. Wenn die Jots mit dir sind, rettest du sie. Beweise mir, dass du der Ulukai bist. Ich erinnere mich nicht mehr an die Vorgaben. Also gut, du gehst vor, Leas. Ah, ein bisschen viel Ladesequenz. Aber gut, das hängt mit der Story zusammen. Uns bleibt keine Zeit. Meine Dolothai-Wächterinnen haben das feindliche Schiff verfolgt. Die Eindringlinge haben den Gefangenen zu ihrem Außenposten gebracht. Mögen die Jots deine Faust leiten, Mensch. Die Faust? Du leist mir nicht mal dein Speer. Ich werde die Prüfung nicht beeinflussen. Das klingt super. Bitte sag mir, dass die Eindringlinge bloß ein paar Kokosnüsse auf mich werfen. Schnelle Boomerang-Feuerblitze, die einen umkehren. Sind das Kokosnüsse? Ja, nicht ganz. Okay. Ja, aber ohne Ausrüstung ist ja doof. Das ist ja doof. Erreiche das Gebäude. Ohne Jetpack ist das ja echt doof. Ich will Jetpacken. Okay, dann suche ich mal diese Dolothai-Wächterin. Bewegung soll ja gut fürs Hirn sein. Drücke Pfeil nach oben, um dich zu heilen. Um dich zu heilen. Jetzt schon? Was ist da los?
Was ist das? Sowas habe ich noch nie gesehen. Es erinnert mich ein bisschen an Elex. Ich sollte vorsichtig sein. Irgendwie hat das ein bisschen was von Elex. Aber das, der erste Teil Outcast ist ja von 99. Da war Elex noch nicht mal geplant. Okay. Was ist hier los? Oh nein. Ah ja. Diese Bots haben ihre gerechte Strafe bekommen. Ob die Dolotai-Wächterin sie wohl ausgeschaltet hat? Kunde den Außenposten. Kein einziges Lebewesen hier. Wie diese Invasoren wohl aussehen. Öffne die Truhe. Na, haben wir da jetzt unser Jetpack? Ja, nice. Einheitsgröße. Klettere aus dem Gebäude heraus. Sauber! Kann ich... Ah doch, es heilt doch. Eulee-Pflanze. Das ist ganz gut. Dies ist die deines Jetpacks. Halte gedrückt, um höher zu springen. Das ist so viel besser als zu springen. Ah. Ich sollte weitergehen. Sie muss in der Nähe sein. Ausweichen. Davon, glaube ich, kann man nicht genug haben. Davon kann man nie genug haben. Drücke X beim Ausweichen, um einen weiten Sprung auszuführen. Weiß nicht. Erreiche den zweiten Außenposten. Du kommst mit mir, du Pflanze. Noch eins von diesen Gebäuden. Ich muss da rein. Schön. Ah, vielleicht eine Waffe? Ah. Jetzt. Ich muss diese Tür irgendwie öffnen. Aha, interagieren. Das ist meine erste Waffe, glaube ich. Hoffe ich doch. Das ist fortgeschrittener als alles, was ich bisher gesehen habe. Wow! Ach, ein Schild. Das ist gut. Okay. Versucht es jetzt mal. Okay. Und wie kriege ich die aktiviert? Aha.
Aber schlagen kann ich damit nicht, wa? Ha, das kriegen wir auch schon noch raus. Sieht wie eine Art Terminal aus, hm? Das Schildgerät reagiert darauf. Na bitte. Ich muss mein Schild. Gut gemacht, Slate. Aber ich habe ein ungutes Gefühl, was Leas Freundin angeht. Ich muss sie schnell finden. Okay. In die Hocke gehen. Okay, Dele. So, okay. Ach, das ist Nahkampf. Bam! Ja, nice. Läuft bei dir. Erkunde den Rest der Insel. Das ist geil, das macht Spaß. An Alpha 32 haben eine Explosion im Thermalnetz registriert. Erbitten Status. Oh nein. Nein, 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 nein. Kann ich sagen? Alpha 32, bitte kommen. Commander, werden Sie angegriffen? Bitte kommen. Menschen. Die Invasoren sind mein Volk. Es wird Spaß machen, das Leas zu erklären. Das brauchst du wohl nicht mehr, Kumpel. Ah ja, Stück für Stück. Stück für Stück erreiche das Dach und finde heraus, was passiert ist. 200 Schuss, da wollen wir mal sparsam sein. Röntgenblick. Wie cool ist das denn? Röntgenblick. Aha, jetzt wieder ein Terminal. Okay, lieber Computer. Was passiert, wenn ich diese Tasten drücke? Halte R2 gedrückt, um deine Waffe abzufeuern. Aha, R2. Dieser Bock. Ich wurde entdeckt. Oh, diesmal geht's zur Sache. So, okay.
hier irgendwas zu looten? Nee, noch nicht. Schuss. Oh. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Hoffentlich bin ich nicht zu spät. Scheiße, Lady, ich hatte es fast. Du hättest dich nicht opfern müssen. WFA? Das ist die Armee. Warum habe ich das Gefühl, auf der falschen Seite zu stehen? Die WFA? Siehst du das? Ja? Wie schaltet man das Ding ab? Verdammter Wilder! Sprich! Gaza! Meine Jonor! Falsche Antwort und falsche verfluchte Sprache. Nochmal! Was nützt du uns, wenn du unsere Sprache nicht lernst? Sir, es gab einen Angriff. Was? Wo? District 54. Kein Kontakt mehr mit den stationierten Droiden. Schickt ein Reparaturteam. Und aktiviert die visuelle Überwachung der Hauptanlage. Mai Lapta! Mai Aniosak! Bei diesem Geplapper wird einem ja schlecht! Sie verbergen etwas. Ich will wissen, was. Und bringt den nächsten Gefangenen! Aua! Wer sind diese Leute? Warum sind sie in meinem Kopf? Warte, ich habe schon von diesem Ort geträumt. Also, war es doch kein Traum? Dad? Dad, bist du das? Was? Ich bin Vater? Daddy? Wo bist du? Hier drüben. Bleib dort. Ich komme zu dir. Wo zur Hölle bin ich? Das ist nicht fair. Ich kann doch nicht von Daddy und Mami verlassen werden. Du weißt, ich will nicht, dass du ihn Daddy nennst. Commander Slade kommt auf die Mission, um Mami und ihre Freunde zu beschützen. Dann will ich auch mitkommen. Es ist zu gefährlich, Kleines. Keine Sorge, ich bin im Nu wieder zurück. Versprochen. Das hat Daddy auch versprochen. Camilla. Ich meine Commander Slade. Tut mir leid, Mami. Ist schon gut. Ich hab dich lieb. Hat er auch gesagt. Camilla. Ich habe eine Tochter zu Hause. Ich kann hier nicht bleiben. Sie braucht mich. Ups, was ist jetzt? Okay. Ja, es ist wohl so, dass das immer neu geladen werden muss für diese Videosequenzen da, diese kleinen.
Die Welt selber ist ja aber in einem Zwutsch. Glaube ich. Schauen wir mal. Ach, das stört nicht. Ist alles okay. Das ist alles andere als gewöhnlich. Leas! Leas! Du, aber ich habe dich in der Explosion umkehren sehen. Ich bin zurück, keine Ahnung wie. Deine Wächterfreundin hatte leider weniger Glück. Sie hat viele Invasoren erledigt, bevor ich zu ihr konnte. Ihr Opfer macht uns stolz. Ihr Phandasma seid gesegnet. Und gesegnet sei der Ulukai. Die Prüfung war ein Erfolg. Du hast bewiesen, dass die Jots dich schützen. Warum halten wir an? Ich brauche ein Portal in meine Dimension. Ich habe eine Tochter und... Ich habe auch eine Tochter. Und ich will nicht, dass sie leidet. Die Jots wollen, dass du die Monster beseitigst, die uns Talana unterdrücken. Hör mal, ich muss dir etwas über die Monster sagen, die euch bedrohen. Ich weiß alles über sie. Die sind giftiger als die Nekar-Pest. Wir sollten sie alle auslöschen. Ach komm, das ist etwas überzogen. Es muss auch Gute unter ihnen geben. Keiner verdient Mitleid. Sie haben meinem Volk Furchtbares angetan. Aber verzeih meinen Zorn, Ulukai. Du wolltest mir etwas erzählen? Mein blödes Gedächtnis. Ja, nach Hause? Wie komme ich wieder in meine Dimension? Nur die Almael kann diese Frage beantworten. Aber Kizar ist eine verbotene Insel. Klingt nach einem Mord für mich. Wo geht's lang? Die Insel ist von einem gewaltigen Helidiumschild umgeben. Wir nennen ihn den Speer. Nichts kann ihn durchdringen. So wollen es die Jots. Deine Jots machen es mir echt nicht leicht, was? Vielleicht gibt es einen Weg. Die Kinder von Kizar leiden an einer rätselhaften Krankheit. Und die Almael hat die Shamas geschickt, um sie zu heilen. Sehe ich aus wie einer dieser Shamas? Nein, aber du könntest einen überzeugen, dich der Almael vorzustellen. Aber das musst du dir erst erarbeiten. Warum stellst du mich hier nicht vor? Ich wasche deine Hand und du wischst die meine? Ich werde dir gar nichts waschen. Außerdem sind Dolothai-Wächterinnen nicht länger in Kizar willkommen. Also, wo fange ich an? Im Meer ist das nächste Dorf. Frag nach dem Shamas Nemet. Verstanden. Oh, du solltest dieses Gerät tragen, so können wir in Kontakt bleiben. Komm, Link-Synchronisierung. Synchronisierung abgeschlossen. Aber was ist mit den Invasoren? Überlass diese unidentifizierten Monster mir. So, a new beginning, sagst du. Das ist ja echt cool. Alter Spiel. Ey, das macht mir jetzt schon Spaß. Also, die Grafik, die Atmosphäre. Okay, man muss... Oh, was jetzt? Minikarte. Das Dorf im Meer wurde auf deiner Karte markiert. Folge der Richtungsanzeige auf der Minikarte, um dein Ziel zu erreichen. Aha, das ist die Minikarte. Kann ich die auch aufrufen? Ne, das ist hier, das, L1. Zack, zack. Dann gibt es keine große Map, oder wie? Das ist hier die Minikarte, so wie bei GTA. Ja. Ja, gut.
Gestein, um Helium zu erlangen. Helidiumgestein. Was ist Helidiumgestein? Okay, wir machen hier einen kleinen Abschnitt hier, dann machen wir hier den ersten Break. Das war der erste Teil vom Let's Play. Also es macht mir jetzt schon Spaß. Es ist ein ganz anderes, entspanntes Gespielening. Nicht so episch und so über... Aber irgendwie gefällt mir das jetzt schon. Alles klar. Ja, ich sag dann mal, bis zur nächsten Folge. In diesem Sinne, euer Captain Reliok. Und wie sage ich immer so schön in Hamburg, sag mal tschüss und bleibt mir gewogen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.